Moin. Die Honigmann-Nachrichten vom 6. Dezember 2012, Nummer 229. Heute ist Nikolaustag. Also angemessene Bekleidung. Außerdem habe ich eben Besuch bekommen. Kommen wir gleich noch drauf. Berlin, Jerusalem. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat unmittelbar vor den deutsch-israelischen Regierungskonsultationen seiner Enttäuschung über Bundeskanzlerin Merkel Luft gemacht. Deutschlands Enthaltung bei Palästina auf das Aufwertung zum UN-Beobachterstaat habe den Friedensprozess im Nahen Osten zurückgeworfen, blubberte Netanyahu in der Tageszeitung Die Welt. Über das Merkel sei er enttäuscht. Massive Kritik gegen Israels neue Siedlungspläne zu den alljährlichen Regierungsgesprächen, dieses Mal in Berlin, neben Netanyahu noch 6 israelische Minister, berichtete der Standard.at. Die wollen doch nur abgreifen und Maßregeln überbringen. Mehr ist das nicht. Vor den offiziellen Konsultationen am Donnerstag stand am Mittwochabend im Kanzleramt ein Treffen zwischen Merkel und Netanyahu auf dem Programm. In Berlin gilt die höchste Sicherheitsstufe, ist klar, weil die mag keiner. Von deutscher Seite wurde diese Begegnung als offenes Gespräch unter Freunden charakterisiert. Dass Merkel wollte dabei auch die israelischen Pläne zum Bau von mehr als 3000 weiteren Wohneinheiten in den palästinensischen Gebieten ansprechen. Wollte, hat sie wahrscheinlich nicht, weil sie sofort einen auf den Ducks kriegt. Ebenso wie viele andere Staaten versucht die BRD Netanyahu davon abzubringen, will sie wirklich nicht. Befürwortet wird eine Chancenlosigkeit des Nahost-Friedensprozesses. Zugleich lügt Merkel aber immer wieder von der besonderen deutschen Verantwortung für Israel als Folge des Holocaust. Kriegshetzer Netanyahu bedankte sich für die deutsche Unterstützung während des jüngsten Konflikts mit militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen. Gleichzeitig wäre es unaufrichtig, wenn ich verhehlen würde, dass ich enttäuscht war über das deutsche Stimmverhalten bei den Vereinten Nationen, so wie viele in Israel. Naja, wir nicht. Es war viel zu lasch, diese Abstimmung. Wir hätten mit einem klaren Nein antworten müssen. Die Aufwertung habe die Position der Palästinenser verhärtet, so habe also das Gegenteil bewirkt. Sie hat den Frieden zurückgeworfen. Der deutsche Vize-Regierungssprecher Streitner wollte auf die Kritik an der Kanzlöse nicht näher eingehen. Es sei bekannt, Merkel vertrete eine andere Auffassung als die israelische Regierung. Das war eine wirkliche Lüge, denn sie vertritt genau deren Linie. Zwischen beiden Ländern gäbe es aber eine unzerbrechliche Freundschaft. Sehen wir überhaupt nicht so. Er fügte hinzu, je tiefer die Freundschaft, desto freier kann man über unterschiedliche Auffassungen sprechen. Israel weiß genau, dass es sich immer auf Deutschland verlassen kann. Wenn man sich da mal nicht täuscht, ne? Mit ihrer Enthaltung war die BRD innerhalb der EU in der Minderheit. 14 EU-Länder befürworteten die Aufwertung der Palästinenser auf dem Weg zu einem eigenen Staat. Aus Europa stimmte nur Tschechien ebenso wie Israel mit Nein. Als Dank stattete Netanyahu am Mittwoch vor seinem Aufenthalt in Berlin nach Prag einen Kurzbesuch ab. Den Frieden im Nahost kann man nur in direkten Gesprächen zwischen Israel und der palästinensischen Seite erzielen, nicht durch einseitige Schritte wie die UNO-Resolution zur Aufwertung des Beobachterstatus der Palästinenser. Daraufhin hat sich Netanyahu mit seinem tschechischen Amtskollegen Piotr Nečas in Prag geeinigt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, auf der jedoch keine Fragen zugelassen wurden, betonte Netanyahu, er möchte im Namen des israelischen Volkes der Tschechischen Republik seine tiefe Dankbarkeit für Freundschaft und Mut äußern. Das ist ein Witz, ne? Moskau. Die EU soll das Spektrum ihrer Interessen an Russland erweitern. Dies erklärte in einem Interview mit der Stimme Russlands der ehemalige Ministerpräsident der Slowakei, jetzt der Präsident des Kollegiums der Rechtsanwälte in Bratislava, Jan Kanuguski. Er nahm an der internationalen Konferenz in Moskau zum Thema Russland und Europa in neuen geopolitischen Realitäten teil, so German.uvr.ru. Nach Meinung von Kanuguski sei die EU
allzu viel auf sich selbst konzentriert. Sie nimmt Russland nur als eine gewisse militärische Kraft und eine Quelle von Rohstoffen dar. Ich frage mich, warum zum Beispiel Europa vor der russischen Modernisierung vollständig sich gedrückt hat. Die Slowakei ist übrigens an diesem Projekt beteiligt. Unser Land baut traditionell in den letzten 150 Jahren besondere Beziehungen zu Russen auf und nimmt mit Begeisterung an vielen russischen Projekten teil, bemerkte der Ex-Ministerpräsident. Soll das schleichend von hinten sein, sich anbiedernd oder nur, um sich Russland auch einzuverleiben über die große EU und über die neue Weltordnung? Die Welt. Das ist keine Science-Fiction-Fantasie, sondern Realität. Unsere DNA und die DNA jedes lebenden Organismus auf dem Planeten wird gerade auf eine Art und Weise verändert, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können, nämlich durch horizontalen und lateralen Gentransfer dank der Biotechnologieindustrie und der Geoengineering-Programme. Horizontaler und lateraler Gentransfer bezeichnen eine Übertragung von Genen außerhalb der geschlechtlichen Fortpflanzung. Genübertragung bei geschlechtlicher Fortpflanzung wird vertikaler Gentransfer genannt, über Abgrenzungen und Artgrenzungen hinweg. Horizontaler Gentransfer wird in den Labors der Gentechniker eingesetzt, findet aber auch in der Natur statt. Beim natürlichen horizontalen Gentransfer passieren bestimmte Dinge nicht, zum Beispiel die Kreuzung von Tomaten mit einem Fisch. Im Labor kann man unter Einsatz des horizontalen Gentransfers alles Mögliche kreuzen. Im Gentech entwirft man unter anderem künstliche Konstrukte, transgene DNA, die Artengrenzen überschreiten und die in Genome eingebracht werden. Mit anderen Worten, die Gentechnologie erweitert den horizontalen Gentransfer, indem sie genetisches Material von nicht verwandten Arten direkt transferiert. Die künstlichen Konstrukte enthalten üblicherweise A, genetisches Material von Bakterien, Viren, anderen genetischen Parasiten, welche Krankheiten auslösen, oder aber B, Gene mit Resistenz gegen Antibiotika, welche infektiöse Krankheiten unbehandelbar machen. Sollen wir mal darauf rumdenken, was das heißt. Die Resultate dieser Experimente sind von Natur aus instabil und gelangen ohne Kontrolle in unsere Nahrungsmittel und in die landwirtschaftlichen Böden dieser Welt. Angewandte Gentechnologie im Labor ist undurchdacht, unpräzise und invasiv. Die aggressiven Gene, welche in einem Genom eingeschleust werden, um einen genetisch modifizierten Organismus herzustellen, können irgendwo landen. Typischerweise in einer neuen und/oder fehlerhaften Anordnung, welches das Wirtsgenom durcheinander bringt bzw. verändert. Einmal eingebracht, tendiert die transgene DNA dazu, sich weiter neu anzuordnen. Die Instabilität von Transgenen stellt ein großes Problem dar und das war von Anfang an so und auch so geplant. Dies stellt eine reale Gelegenheit dar, die Validität aller Biotech-Fragen und Patente in Frage zu stellen. Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die Sicherheit. Die transgene Instabilität bedeutet, dass sich die ursprüngliche transgene Linie in etwas anderes verwandelt hat. Auch wenn diese vorher als sicher galt, so ist dies nun nicht mehr der Fall. Labormäßig horizontaler Gentransfer ist der Natur völlig unbekannt. Er erzeugt genetische Mutationen aus dem unnatürlichen Verschmelzen von Spezies, die niemals gekreuzt werden sollten. In einem künstlichen Prozess werden genetische Informationen von einer Spezies auf die andere übertragen, was in der Natur normalerweise nicht passiert. Sollten wir mal darüber nachdenken, was Sie da wirklich mit meinen und was Sie vorhaben. Bakterien transferieren dann diese unnatürlich genetische Information in andere Bakterien und Organismen. Dieser Transfer passiert regelmäßig in den Böden. Studien über horizontalen Genaustausch in Bodenmikroorganismen wären also aus mehreren Gesichtspunkten heraus wichtig. Es ist Zeit, Nein zur GMO zu sagen, schrieb politaya.org völlig zu Recht. Lesen Sie den vollständigen Artikel dort. Amsterdam. Kurze Information von pinews.net, die Reaktion auch schon vermutet hatte.
Sämtliche Medien berichten darüber, dass drei Jugendliche in Holland einen Fußballschiedsrichter totgetreten haben. Diese Meldung las ich übrigens bereits am Dienstag gegen 18 Uhr. Darauf suchte ich ein paar deutsche Links, danach in mindestens 6 holländischen Zeitungen, aber keine Angaben über die Herkunft der Täter, denn ich hatte natürlich einen Verdacht. Erst Mittwochmorgen der Lesetipp mit Bestätigung, es waren drei eingewanderte Marokkaner. Brüssel. Kurzfassung BRID-schwindel.org. Die EU fördert eine enorme Zuwanderung von ausgebildeten und unintegrierbaren Muslimen in die EU. Wegen Untergrabung und Zerstörung des Nationalstaates und der Lehre Christi, um ihre eine Weltregierung ungehindert zu vollenden. In der Praxis ausgerufene Zuwanderergewalt, zunehmende Armut wegen der Abwicklung des Wohlfahrtsstaates, in dem das Geld für Einwanderer und Bomben für ihre Heimatländer sowie künstliche Beatmung des NWO-Euros bestimmt ist. Sogar tragen EU-Länder mit der Bewilligung der EU in NATO-Einsätzen zur Entstehung dieser Flüchtlingsströme in Libyen und Syrien bei. Warum das ist, war klar. 1898 Luzern am Genfer See. Lasst uns weiße Frauen mit farbigen Paaren. Weltjudenkongress war das. Mal dran denken. Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte, die EMRK Artikel 14. Der Genuss der Rechte und Freiheiten, die in dieser Konvention dargelegt werden, sind ohne Diskriminierung, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse und so weiter. Man kann als Hassverbrechen bezeichnen, ist mit dem Artikel und dem entsprechenden Begriff Menschenwürde eng verknüpft. Die EU ersetzt Moral mit Menschenwürde, deren Inhalt von den bisherigen Begriffen der einheimischen Europäer über Gut und Böse wesentlich abweicht. Dann Beispiele für massenhaft verwendete Schimpfwörter der Muslime für Nicht-Muslime, für die keine Folgen, umgekehrt für uns 3 Jahre Haft für Hassverbrechen gilt. Aufgrund enttäuschter Untersuchungsergebnisse der Agentur zu Hassverbrechen nun eine Ermahnung. Menschen in der gesamten EU sind in der Tat Ziele des Missbrauchs, einfach wegen ihrer Herkunft und so weiter. Es ist uns die Pflicht der EU-Mitgliedstaaten, die grundlegenden Rechte dieser Personen zu schützen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten können Hassverbrechen und damit verbundene Grundrechtsverletzungen bekämpfen, indem sie sie obwohl sichtbar machen, als auch die Täter zur Rechenschaft ziehen. Dieses beinhaltet die Ermutigung der Opfer und Zeugen, Verbrechen und Vorfälle zu melden. Folge: Sie wird die Rassismusstrafen erhöhen. Unzufriedenheit mit dem zu lasch europäischen Rahmenbeschluss. Dafür weist die Agentur über die Regierung, weil viele von ihnen nun die Rassismusbestimmung auf Diskriminierung gegen Schwule und Lesben ausweisen und ausweiten. Konsequenz: ethnische Säuberung durch Einwanderung. Abschaffung der Wahrnehmung von Gut und Böse der Europäer zugunsten eines antichristlichen, satanistischen Kodex von Antimoral, Übereinstimmung absolut mit Adam Weishaupt, Illuminati, 6-Punkte-Programm. Und nun hatte ich das eben schon, ich hatte Besuch bekommen, ich habe einen Gast bekommen, der macht jetzt weiter. Bitte schön. Moin. Ich bin auch mal wieder in heimischen Gefilden und habe mir gesagt, ich übernehme mal den zweiten Teil. Groß-Berlin. Eine Satire von Terragermania.wordpress.com. Nun, im Grunde genommen läuft das im Hintergrund genau so ab. In geheimer Sitzung beschloss der Deutsche Bundestag letzte Nacht das Ergebnis der nächsten Bundestagswahl. Das ergibt ein Protokoll, das mir eine anonyme Niedriglohnschreibkraft des Bundestages gegen einen Becher Kaffee und eine warme Mahlzeit übergab. In dem Papier werden nicht nur die genauen Prozentzahlen des Wahlergebnisses, sondern auch die vorläufigen Ministerposten und Absprachen zum Verhalten der Abgeordneten untereinander genannt. Die FDP ist raus. Der Fachausschuss für dezente Wahlfälschung begründet das mit dem ungehörigen Verhalten der FDP während der aktuellen Legislaturperiode. Deshalb wird das amtliche Endergebnis für die FDP im nächsten Jahr auf nur 4,8% festgesetzt. Die Linke bekommt 12,9%. Was einem ganzen Prozentpunkt mehr bedeutet als bei der letzten Bundestagswahl. Gegenleistungen von Oskar Lafontaine und Gregor Gysi wurden vereinbart. Die CDU-CSU kommt auf 28,6% und verliert damit etwas über 5% gegenüber der letzten Wahl.
Abstrafung für diverse Skandale in den letzten 3 Jahren. Man muss sie eben halt spüren lassen. Die SPD gewinnt 4 Prozentpunkte dazu, in erster Linie, um den Grünen einen Warnschuss vor dem Bug zu geben, weil sie sich in letzter Zeit zu wichtig nehmen. Außerdem musste die SPD-Spitze versprechen, dass sich weder Helmut Schmidt noch Gerhard Schröder zur aktuellen Politik in dieser Legislaturperiode irgendwie zu Wort melden. Die Grünen werden von 10,7 auf 11% aufgewertet. Zwar ergeben Umfragen in der Bevölkerung ein höheres Ergebnis. Die Bundestagsabgeordneten waren sich allerdings einig, die Grünen gaben in der aktuellen Legislaturperiode zu oft den Spielverderber. Also keine Regierungsbeteiligung für sie. Mit den Piraten wird momentan noch verhandelt. So würde der Bundestag auf Udo Vetter lieber verzichten, da die Gefahr bestünde, dass er mit seinen fundierten Jurakenntnissen zu viel Unruhe in den Bundestag bringen würde. Sollte sich die Piratenpartei auf die Vereinbarung einlassen, würde sie mit knapp 7% in den Bundestag einziehen. Bei einer Weigerung, die Absprachen anzuerkennen, würden sie gleich auf bei 4,8 mit der FDP dem Bundestag fernbleiben. Die übrigen Prozentpunkte würden dann zwischen Union, SPD und sonstigen aufgeteilt. Und so sieht die zukünftige Regierung aus. Die künftige Regierung wird aus einer großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD bestehen. Bundeskanzlerin bleibt Angela Merkel in erster Linie, um die Menschen in Mitteldeutschland weiterhin ruhig zu halten. Die weiteren Postenverteilungen lassen wir aus. BRD. Die Probleme bei den französischen Werften sind nur ein Vorbote einer möglicherweise noch heftigeren Krise, die Deutschland besonders treffen könnte. In der Schifffahrtsbranche geht wegen der matten Konjunktur gar nichts mehr. Die deutschen Banken haben mehr in diese Industrie investiert als alle anderen europäischen Staaten. Zur Jahrtausendwende gab es populäre Fonds. Anleger wurden mit dem Versprechen geködert, über diese Investments Steuern zu sparen. Besonders betroffen sind Commerzbank und die Nord-RB in Hannover. Möglicherweise eine unangenehme Weihnachtsüberraschung für die Sparkassen, die ja für die Landesbanken haften. Sie sind Eigentümer der Landesbanken, wie auch die HSH Nordbank, und müssen in der Regel deren Verluste ausbügeln. Insgesamt beträgt das Risiko der 10 größten deutschen Banken in der Schifffahrtsbranche 98 Milliarden Euro, meldete deutschewirtschaftsnachrichten.de. Mögliche Zukunft, die Investments sind nicht mehr wert. Jan-Henning Ahrens, Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei KWAG. Die Chancen, dass die Anleger noch Geld bekommen, sind sehr gering bis null. Am Mittwoch wird die HSH Nordbank ihre Abschreibung im Schifffahrtsbereich bekannt geben. Die Bank hat bereits angekündigt, dass sie im kommenden Jahr 1,3 Milliarden Euro vom deutschen Steuerzahler braucht, um zu überleben. Mir wiederum ist bekannt, dass rund ein Drittel der HSH Nordbank einem amerikanischen Private Equity Fonds gehört. Da kann man mal sehen, wo die Steuergelder halt letztendlich landen. BRD. In Deutschland verdienen ca. 1,4 Millionen Erwerbstätige so wenig, dass sie als sogenannte Aufstocker zusätzlich zu ihrem Einkommen Hartz IV beziehen. So ein Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dabei hat sich die Zahl der selbstständigen Aufstocker in den letzten 4 Jahren auf 130.000 fast verdoppelt. Sie arbeiten vor allem im Gastgewerbe und Handel, bestätigte Marc Trappmann, Autor der Studie, deutschewirtschaftsnachrichten.de. Die selbstständigen Aufstocker seien deutlich besser qualifiziert als die abhängig Beschäftigten. 16% von ihnen seien Akademiker. Fast die Hälfte arbeitet trotz minimaler Einkommen sogar in Vollzeit. Häufig als Verkäufer, Gaststätten- oder Imbissbesitzer, Künstler, freiberufliche Lehrkräfte. In den meisten Fällen schaffen es die Selbstständigen jedoch nicht, ihre Einnahmen so weit zu steigern, dass sie auf Hartz IV verzichten können. Selbstständige Aufstocker, deutlich häufiger in Ostdeutschland, wo inzwischen 6,4% aller Selbstständigen Grundsicherungsleistungen beziehen. Ist ja auch irgendwie nicht sinnvoll. Im Westen sind dies nur 2%. Seine Untersuchungen legten nahe, dass etwa im Gastgewerbe und im Gesundheitswesen der Anteil der Migranten unter den selbstständigen Aufstockern besonders hoch ist. Ein Drittel der selbstständigen Aufstocker habe Einnahmen unter 100 Euro, 7% von ihnen habe überhaupt kein Einkommen. Dennoch gelten sie ja in der offiziellen Statistik als erwerbstätig, denn sie arbeiten ja, also was man so erwerbstätig nennt. In diesem unteren Bereich hat sich die Zahl der Aufstocker seit 2007 verdreifacht, sagte Marc Trappmann. Circa 42.000 selbstständige Aufstocker arbeiten inzwischen für weniger als 100 Euro im Monat. Teheran. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte als Antwort auf die jüngsten Behauptungen der Verantwortungsträger der Vereinigten Arabischen Emirate,
Die drei iranischen Inseln waren schon immer ein unzertrennlicher Teil iranischen Grund und Bodens und werden es auch bleiben. Darüber informierte germanirib.ir. Laut der iranischen Studentennachrichtenagentur ISNA sagte Ramin Mehmanparast in diesem Zusammenhang, die Wiederholung haltloser Behauptungen ändere nichts an den Tatsachen. Er betonte, dass es den beiderseitigen Beziehungen und gemeinsamen Interessen nichts nütze, wenn man derartig spannungsbehaftete Themen anspreche, und äußerte die Hoffnung, dass die Regierung der Emirate ihren Beitrag zu den regionalen Kooperationen und zur Übereinstimmung beitrage, was für die Menschen der Länder sowie für die Stabilität und Sicherheit in der Region von Vorteil sei. Und in einer Zeit, wo die Region des Persischen Golfes Frieden und Stabilität zum Ausbau der Wirtschaft brauche, solche Themen meide. Des Weiteren betonte er die politischen Grundsätze der Islamischen Republik Iran in Bezug auf die Ausweitung der Beziehungen zwischen Iran und den Ländern der Golfregion aufgrund gegenseitigen Respekts und die Nichteinmischung in die internen Angelegenheiten der anderen Länder sowie eine gute Nachbarschaft. Belgrad bzw. Brüssel. Der serbische NATO-Botschafter Branislav Milinkovic ist bei einem Sturz von einem Parkdeck am Brüsseler Flughafen ums Leben gekommen. Milinkovic sei am Dienstagabend in den Tod gestürzt, meldeten serbische Medien am Mittwoch. Er habe sich im Beisein des stellvertretenden serbischen Außenministers Zoran Vucic möglicherweise das Leben genommen. Das serbische Außenministerium bestätigte in einer Mitteilung lediglich den tragischen Tod des Botschafters in Brüssel. Ein Sprecher des Flughafens in Brüssel bestätigte den Vorteil, machte aber keine Angaben zur Identität des Verunglückten. Der Mann habe sich auf dem oberen Parkdeck eines Parkplatzes befunden, dessen Seiten von einem Geländer begrenzt werden. Er sei plötzlich über das Geländer hinweg mehrere Stockwerke tief gefallen. Es handelt sich möglicherweise um einen Selbstmord. Möglicherweise. Schock bei der NATO, konstatiert der Standard.at. Der Vorfall ereignete sich während eines Treffens der NATO-Außenminister. Serbien ist nicht Mitglied der NATO, hat bei dem Bündnis aber eine diplomatische Vertretung. NATO-Diplomaten zeigten sich geschockt. Milinkovic galt demnach als besonders freundlich und stets gut gelaunt. Na, wer da wohl eine Bananenschale hat fallen lassen. Die gute Nachricht von Toto bei funpoint.net. Vor Weihnachten, Weihnachtszeit. In der Advents- und Weihnachtszeit denke ich gern in stillen Stunden, wie ich mich als Kind gefreut und mit dem Warten abgefunden. Die Straßen waren kaum geschmückt, im Kaufladen lag manches Bier. Am Fenster die Nase platt gedrückt, Geschenke gab es noch nicht viel. Der Duft von Bratäpfeln zog durchs Haus, vereint mit Geruch von Tannen und Kerzen. Blech für Blech kam aus dem Ofen raus mit Spritzgebäck und Lebkuchenherzen. Der Backofen hatte nicht Fenster noch Licht, abends kam die Herdplatte zum Glühen. Zentralheizung gab es nicht, an den Fenstern die Eisblumen blühen. Mutter in der Küche manche Stunden, Vorbereitung viel Zeit angenommen. Doch haben wir alle mehr Muße gefunden, sind zu Spiel und Lied zusammengekommen. Es ist noch nicht so hektisch gewesen. Viel frohe Zeit wurde zu Hause verbracht. Heiligabend hat Vater aus der Bibel gelesen, Christgottesdienst war um Mitternacht. Das wär's wieder mal für heute und da kommt Väterchen Frost. Kridio djed Moros. Wort und Tschüss. Tschüss. Mehr konnte ich nicht sagen heute. Jo. Danke. Und.